Ich würde mal Schlachtruf sagen, oder? Dann nehmen wir das auch. Haben wir gleich eine gute Heilung bekommen. Dann nehmen wir den nächsten, die Erbrauchung. Gehen wir hier so ein bisschen lang. Da kommen auch Berge. Dann noch hier, die brauchen noch. Hiermit ziehe ich mich mal auch ein Stück zurück. Und jetzt brauchen hier noch einen Befehl, zack. Und jetzt habe ich die Siedler einen zurückgesetzt. Bin ich denn jetzt komplett bescheuert? Boah. Ich kotzen hier. Na, macht alle eure Züge, die mich vernichten. Warum kommen die denn so offensichtlich auf uns zu? Vernichten uns, Frank, ich sag's dir. Würd gern hier an die Ecke sitzen. Hast du zwei Züge gemacht? Ist egal, sollen sie zwei Züge machen? Jetzt hier zurück in die Stadt. Egal, ich möchte nicht verrecken. Welche Einheit noch die unten? Ich würde tatsächlich die aus härteste rasieren. Also hoffe ich, dass ich das mache. Probier's einfach mal. Wann kommen die denn, wenn die rot sind? Ah, Tunesien habe ich auch noch gefunden. Neben Paris. Ah, nee, warte. Das kann ich auch nicht aussprechen, was da steht. Das will ich auch nicht. So, nächste Runde. Ich hoffe mal. Warum kommen die ja so offensichtlich auf uns zu? Ah, die machen uns sowas von kalt, sage ich dir. Oder mache ich aber die hier unten kalt? Helfe damit nämlich. Damit helfe ich nämlich. Oh, hier unten gibt es Schafe. Damit helfe ich nämlich hier unten. In welches Land war das? Kairo. So, dann gründe ich hier mal schnell eine Stadt. Agrar haben wir gegründet. Dann können wir da produzieren. Wir könnten produzieren Bogenschützen, Galeere, Krieger, Speer, Händler oder Handwerker. Frank, vertöne dein weises Wort. Es ist nicht so, dass mir das Leben an Land. Entschuldigung, ich hab's nicht verstanden. Was nehmen wir? Also ich würde Galeere vielleicht nehmen. Es dauert halt am längsten, dauert 22 Züge. Spricht man das überhaupt Galeere? Ja, ist eine Galeere. Okay, gut. Aber mit der Galeere können wir in der Stadt nichts anfangen. Ich hab da jetzt am Wasser. Achso. Eine neue Stadt gegründet. Ich überlege. Kann man ja in der Stadt gar nicht bauen. Es wird halt 22 Runden dauern. Vielleicht Handwerker, die dauern 17 Runden und dann haben wir endlich Handwerker halt. Für schnellere Fortbewegung. Nehmen wir Handwerker? Nehmen wir Handwerker. Achso, jetzt können wir noch eine Forschung wählen. Bewässerung, Bergbau, weiter Schiffsbau. Schiffsbau wäre vielleicht ganz praktisch, oder? Wie siehst du das? Dann nehme ich tatsächlich Schiffsbau. Ganz weise. So. Spät haben wir's. 2013, das ist ja noch komplett vertretbar alles. So. Alter, die greifen uns sowas von an. Ich greife jetzt mit Speeren. Ich Idiot greife jetzt mit Speeren. Irgend so ein Pferdefuzzi da an. Einmal nur, weil ich Angst habe, dass die uns sonst kalt machen. Warum Indien? Haben wir nicht mit Indien Frieden geschlossen?
Ah ne, wir sind doch irgendwie. Ja, eigentlich schon. Ach, wir haben doch hier Krieger. Ist ja gar kein Problem, siehst du? Mhm. Ah, aber es sind leider nicht genug. Was, nächste Runde? Sind wir jetzt echt schon am Ende mit den Runden? Warum kann ich hier die Runden nicht machen? Na gut, nächste Runde. Ach man, ach man, ach man. Ich hoffe, dass hier oben jetzt nicht angreifen. Weil zwei Pferde dagegen haben wir tatsächlich null Chance. Aber sie machen jetzt einen Rückzug. Ah ne, scheiße. Machen sie gar nicht. Ich gehe jetzt mal in Kairo rein, um die kalt zu machen. Wie war denn das? Wie konnte man die Stadt größer machen? Einfach indem man Wege rausbaut, oder? Mhm. Okay. Frank, ich kann auch gerne so wie bei Banished. Wie bei Banished so nebenbei. Wir können auch gerne nebenbei irgendein Thema besprechen, wenn du willst. Anstatt jetzt die ganze Zeit nur über das Spiel zu reden. Wenn es dir besser dann gefallen würde. Jetzt deine Entscheidung. Du bist hier gerade mehr oder weniger König. Als Gast. Oh, cool. Ah. Also, entscheide. Muss man schon ein bisschen im Spiel geschehen bleiben. Ja. Oh, und eine Französin wieder. Credetemi, vi sono fin troppi giochini che stanno avendo luogo. Ihr solltet wirklich mehr auf das achten, was um euch herum passiert. Ihr werdet auf so viele Ebenen Spielchen gespielt. Hier werden auf so viele. Kann ich ja nur auf Wiedersehen sagen, aber okay. Gerüchten zu folgen, Aramim bettet zu einem. Okay. Alter, das sieht einfach so episch aus. Also, sieht wirklich gut aus. Fuck, 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 fuck. Scheiße. In Delhi gibt's Kriege. Was nicht sehr gut ist. Aber wir könnten jetzt tatsächlich probieren, Platz zu machen. Alter, wir würden jetzt platt bekommen mit unseren Speeren. Okay, dann, hier unten haben eh. Speer hat, glaube ich, nicht so viel Angriffsstärke. Nee, aber der hat halt gereicht. Hm. Weißt du, es hat halt gereicht, um, ja, um es zu machen, so. Ist am besten gesagt so. So ein Spruch aus Frankreich, wenn die wüssten. Wenn die wüsste, so. Ach, Mann. Stimmt eigentlich. Wir planen hier die kalt zu machen und die sagen, wir sollen mehr aufpassen, was um uns drum passiert. Es ist interessant. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem wir genug Militär haben, um die komplett zu vernichten. Auf den Tag freue ich mich. Aber was ist das hier? Barbaren kommen her. Aufpassen nicht, dass die hier kritisch werden. So, wir können eine neue Produktion wählen. Und zwar ist hier was jetzt fertig? Weiß ich nicht. Also wir können jetzt Monument, Kornspeicher. Campus. Ja, Kornspeicher. Campus könnte man machen. Aber wir könnten auch Siedler, Handwerker, Händler, Speer, Krieger, Bogenschütze. Also du warst jetzt für Kornspeicher, ja? Mhm. Gut, dann nehmen wir das. Also nee, wir warten mal wieder auf den Chat. Lieber Chat, was wollt ihr? Monument, Kornspeicher, Campus, Siedler, Handwerker, Händler, Speer, Krieger, Bogenschützen. Das steht zur Wahl und ich trinke nochmal einen Schluck, weil mein Hals versagt komplett in allen Ebenen.
Gut. Chat sagt auch Kornspeicher. Und der Chat es auch sagt, denn wissen wir genau, was wir nehmen. Und die Nase juckt. Ja. So. Achso, was haben wir? Wir haben neue Siedler. Hä? Wo kommen denn die jetzt her? Wo haben wir denn nur zu neue Siedler? Das war schön, aber wo kommen die her? Lass die mal in Richtung Orangen ziehen. Hier lasse ich mal ein wenig wegziehen. Gut, dann bewege ich die mal nach hier. Mal gucken, wie lange es dauert, bis sie da sind. 8 Runden angeblich. Gucken hier unten, was sie hier so tut. Also ich freue mich schon auf den Tag, wo wir Frankreich sagen können, sie sollen mal mehr aufpassen, was um sie geschieht. Weil wir bam, rein und platt, weißt du? Das ist ein schöner Tag, sage ich dir. So werden wir es machen. So und nicht anders. Gut, die Siedler bewegen wir jetzt mal nach hier drüben, damit wir da auch noch Handel betreiben können. Wo sind der jetzt? Speer, gut. Wer noch? Ja, der soll sich mal eine Runde... Ah, können wir erstmal eine Beförderung machen. Ranger. Schnellere Fortbewegung im Wald und Regenwald. Und Alpin, schnellere Fortbewegung auf hügeligen Gelände. Ich würde Ranger nehmen, oder? Mhm. Weil es ist hier ja, wir leben ja in einem sehr baumigen Gelände. Okay, nächste Runde. Okay, die bewegen sich auf intelligente Weise alleine nach Hause. Aber wir sind doch schon eigentlich ganz gut weit gekommen, oder? Ja. Also, Verhältnis. So. Warte, wir müssen mehr Städte gründen. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich habe hier hinten ja schon Siedler. Wir müssen ja praktisch nur noch an da. So, und ich habe schon wieder, mach schon wieder mit Speeren eine andere Truppe kalt. Hat doch was zu bedeuten. So, aber mit diesen Speeren, ich will jetzt mal ein bisschen hier hinten reingehen mit Speeren. Das würde mich halt sehr erfreuen, wenn das möglich wäre. So, empfohlene Orte für eine Stadtgründung waren an Ort bewegen und ich sag mal, die sollen sich mal nach dort bewegen. 7 Runden dauert es ja angeblich. Perfekt. Also, es geht voran. Oh. War. Entschuldigung an den Stream. Hatte gerade 2-mal einen roten Würfel. Wo er uns kurz geleckt hat. Dann entschuldige ich mich dafür natürlich. Wie immer. So. Ich gehe mal noch ein Stück nach hier. Und. Die befördere ich mal. Schlachtruf oder Schildkröte? Ich mach diesmal wieder Schlachtruf, oder? Frank? Mhm. Bist du schon wieder schläfrig? Oh, die heilen wir einmal. Genau. Nächste Runde. Der Rest bewegt sich ja praktisch schon alleine fort. So. Sehr schön. Ich würde als nächstes nach rechts gehen zu Dielen. Oder was war denn das? Hat uns gerade eine Truppe erledigt. Du bist hackt. Nach rechts, also. Hat uns gerade eine Gruppe entschieden. Nach hier. Ja, würde ich auch vorschlagen, hier nach rechts zu gehen.
Aber müssen wir erstmal hier, also wenn wir hier aufgeschlagen haben, so ziemlich genau in diesen Ort, wo der uns hier auch vorgeschlagen wird, wenn wir da aufgeschlagen haben, dann wird der nächste sich wahrscheinlich hier so hinter, so wenn es möglich ist, aber möchte ich dann so ein bisschen in diese Richtung wandern. Oder was hältst du von der Idee, nach Osten zu gehen? Und danach vielleicht auch noch in Norden? Würde gut sein. Inspiration, die wachsende Anzahl von in alle Richtungen. Wachsende Anzahl von Bürgern in eurem Land träumt von einem Weltreich. Okay, das hört sich natürlich sehr intelligent an. Zack. Scheiße, da kommt ja als nächstes direkt ein Barbarenzeug. Wir werden uns ja kalt machen wollen. Mehr Wohnraum nötig. Ja, ich bin noch gerade dabei. Ganz ruhig. Einheit benötigt Befehle. Gut, dann schicken wir die mal langsam in die Richtung. Wir möchten das da ja kalt machen. Und nächste Runde. Gut, dann würde ich sagen, ja, okay, so hier hinten vielleicht mal ins Hinterland. Als nächstes. Scheiße. Ausruhen ist vielleicht eine sehr, sehr schlechte Idee. In Anbetracht darauf, dass hier gerade eine Siedlung ist, dass hier gerade eine Stadt ist, die ich hier eigentlich... Ach Mann, wie mache ich denn das jetzt? Wir sind gerade hier umzingelt von einem Haufen Pferdedingern. Woher kommen die denn eigentlich? Was ist denn da drüben für ein Gebiet? Ach, ich baue jetzt einfach, ich gründe jetzt die Stadt, mir ist ja scheißegal. So, dann haben wir erstmal das und dann wähle ich hier einmal... Krieger. So, und jetzt dauert es zwar ein bisschen, aber okay, nächste Runde. Ah ne, was wurde... Genau, nach rechts siedeln, aber... Können wir noch warten, bis wir das machen. Ein Banditenlager, ja, das kann tatsächlich wirklich sein. Und ein Händler, sehr gut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das da ein Banditenlager ist. Und das sollten wir vielleicht auch vernichten, bevor wir weiter in die Richtung siedeln, weil sonst, während wir nach hier siedeln, würden wir hier angegriffen. Und das finde ich jetzt nicht so gut. Würde ich erstmal warten. Hm. Das war. Ziemlich wenig Platz da. Ja. So. Ohne Handwerk ist Inspiration nichts als bloßes Schilf im Wind. Okay, wir können unsere Politik ändern. Und zwar... wegen Handwerk irgendwie, hä? Politik, militärische Politik, Wirtschaftspolitik. Warte, erstmal Militär. Seefahrindustrie plus 100% Produktion für ich kann es nicht lesen, es ist so weit weg, ich muss mich mal aufrecht hinsetzen, bevor ich hier einpenne im Stuhl. So, plus 100% Produktion für Marineeinheiten des der Antike und Klassik. Also das war jetzt Seefahrindustrie. Dann haben wir noch Agöge. Plus 50% Produktion für Nah- und Fernkampfeinheiten der Antike und Klassik. Was nehmen wir deiner Meinung nach? Gute Frage. Wir brauchen zumindest ein mächtiges Militär. Nee, denn jetzt haben wir lassen erstmal so, wie wir es jetzt haben. Wir machen ja noch gar nicht so viel mit Seefahrt. Das können wir noch ändern. Und jetzt haben wir noch Stadtplanung. Da können wir jetzt noch Ilkum oder so, ist mir auch egal, plus 50 Produktion für Handwerker. Das wäre natürlich nicht schlecht. Stadt halt plus 1 Produktion in allen Städten. Nee.